Hallo und herzlich willkommen zum Screencast mit dem Titel Analoge Arbeitsaufträge digital umsetzen. Mein Name ist Andrea Muschkowski und ich bin Lehrerin an einer Grundschule in Düsseldorf. Darüber hinaus gebe ich seit inzwischen 2013 als Apple Professional Learning Specialist Fortbildungen rund um das Thema Lehren und Lernen mit dem iPad. Kommen wir nun aber konkret zum Inhalt dieses Screencasts und gucken einmal darauf, was in dem Titel Analoge Arbeitsaufträge digital umsetzen tatsächlich steckt. Wenn es darum geht, digitale Medien bzw. Endgeräte konkret im Unterricht einzusetzen, stellt sich häufig die Frage nach dem Warum, Wann, Wie und Wo. Aber völlig unabhängig von der Frage ist inzwischen, so denke ich zumindest, jedem bewusst, dass digitale Medien nur dann Einzug im Unterricht erhalten sollten, wenn diese auch tatsächlich pädagogisch sinnvoll, schüleraktivierend und mehrwertig, aber auch binnendifferenzierend eingesetzt werden. Als ich 2012 begann, mit iPads zu unterrichten, begab ich mich logischerweise zunächst auf die Suche nach geeigneten Apps zum Lehren und Lernen. Allerdings musste ich ziemlich schnell feststellen, dass die angebotenen Programme häufig nur analoge Übungsformate ersetzten, kaum einen Mehrwert darstellten und inhaltlich bzw. fachlich mitunter weniger brauchbar waren. Daher blieb mir damals tatsächlich nichts anderes übrig, als umzudenken und nach Möglichkeiten zu suchen, meinen herkömmlichen Unterricht durch den Einsatz des iPads nachhaltig zu ergänzen. Und so stellte ich vor allem bei der Planung meines Unterrichts ziemlich schnell fest, dass Inhalte bzw. auch ganz konkrete Arbeitsaufträge aus Lehrwerken durch eine digitale Herangehensweise in motivierender, kreativer, vor allem aber auch in nachhaltiger Weise umgesetzt werden können und analog-digital bzw. digital-analog nicht zwingend ausschließt. Und genau vor diesem Hintergrund möchte ich Ihnen nun zeigen, wie analog formulierte Arbeitsaufträge, welche uns tagtäglich in diversen Lehrwerken begegnen, mithilfe ausgewählter, handlungs- bzw. produktionsorientierter Apps digital umgesetzt werden können. Mit Blick auf genau diese Lernaufgabe haben die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, die Kamera auf dem iPad zu nutzen, um verschiedene geometrische Formen bzw. Figuren in ihrer Lernumgebung zu fotografieren. Einmal auf die Kamera getippt, wird genau diese direkt aktiviert und so würden sich die Schülerinnen und Schüler jetzt auf den Weg machen, um geometrische Figuren und Formen entsprechend zu fotografieren. Einmal rechts auf den weißen Button getippt, ist das Foto erstellt und ich mache noch ein weiteres. Mit dem Klotz in Dreieck und nochmal drauf getippt, habe ich entsprechend zwei Fotos erstellt. Und wo finden sich genau diese? Natürlich in der App Fotos. Und jetzt kann ich die ursprüngliche Lernaufgabe tatsächlich noch weiterdenken, denn ich möchte jetzt in einem weiteren Schritt die Tools innerhalb eines digitalen Federmäppchens nutzen, um noch die Symmetrieachsen entsprechend einzuzeichnen. Und dazu tippe ich jetzt einmal das erste Foto des Rechtecks an und gehe zwecks Bearbeitung hier oben rechts auf die Option Bearbeiten. Da ich mich jetzt in einer ersten Bearbeitungsoberfläche befinde, muss ich darauf achten, dass ich hier oben rechts noch auf den Kreis mit den drei Punkten tippe, die Option Markieren wähle und dann sieht man hier unten links an der Stelle, dass sich tatsächlich in dieser zweiten Bearbeitungsoberfläche dieses von mir gerade angesprochene digitale Federmäppchen befindet. Und so gehe ich jetzt in einem ersten Schritt vor und nutze das Lineal, indem ich es einmal anklicke und man sieht, dass mir dieses jetzt direkt auf das Foto gesetzt wird. Mit einem Finger auf das Lineal gehalten und auf der Oberfläche verschoben, kann ich dieses eben entsprechend positionieren und mit zwei Fingern auf dem Lineal gehalten auch noch rotieren lassen. Ja, und so würde ich jetzt das Lineal an die entsprechende Stelle setzen und mir weiterhin hier einen Stift auswählen, einmal schauen, ob er in der entsprechenden Stiftdicke eingestellt ist und werde jetzt mit Hilfe meines Fingers oder des iPad Pencils entlang der Lineallinie fahren, um die erste Symmetrieachse einzuzeichnen. Und so lasse ich das Lineal auch ein zweites Mal mit Hilfe meiner zwei Finger rotieren, positioniere es entsprechend, um dann entlang der Lineallinie entweder mit meinem Finger oder bestenfalls mit dem Apple Pencil entlang zu fahren, um die zweite und damit die letzte Symmetrieachse für diese Figur einzuzeichnen. Und um das Lineal verschwinden zu lassen, gehe ich hier unten links in meinem digitalen Federmäppchen erneut auf das Lineal, um einfach einen besseren Überblick über mein bearbeitetes Foto zu bekommen.
Und da ich nun fertig bin mit der Bearbeitung des Fotos, bestätige ich diese Bearbeitung hier oben rechts einmal in einem ersten Schritt über Fertig, muss aber dann auch nochmal, weil ich mich ja nach wie vor in einer Bearbeitungsoberfläche befinde, über den gelben Haken dieser Bearbeitung zustimmen. Und wenn ich das getan habe, sieht man, dass ich mich wieder in meiner Fotomediathek befinde und mir genau dort dieses bearbeitete Foto auch so abgespeichert wird. Eine klassische und gängige Lernaufgabe im ersten Schuljahr ist, Dinge bzw. Wörter mit einem vorgegebenen Anlaut benennen zu lassen. Und auch hier könnte man an der Stelle die Kamera des iPads nutzen, um Dinge oder Gegenstände aus der Umgebung zu einem vorgegebenen Anlaut fotografieren zu lassen. Und genau das mache ich an der Stelle. Ich klicke einmal auf die Kamera und nutze eben die Möglichkeit der Kamera, um beispielsweise für den Anlaut A einmal den Apfel zu fotografieren oder vielleicht auch, und da habe ich mir mal die Lego-Figur meiner Tochter genommen, einen Affen zu fotografieren. Und so habe ich an der Stelle zwei verschiedene Bilder, die mir dann im Nachgang natürlich auch hier wieder in der App Fotos zur Verfügung stehen. Und so könnten die Schülerinnen und Schüler auch an der Stelle die Möglichkeit nutzen, auf die Bearbeitungswerkzeuge innerhalb der App Fotos zuzugreifen, um beispielsweise das Wort bzw. die Laute, die sie passend zum Wort hören, auch direkt um das Foto herumzuschreiben. Und dazu klicke ich das Foto einmal an, gehe wie gewohnt oben rechts auf Bearbeiten, um dann über den Kreis mit den drei Punkten die Möglichkeit der Markierung wahrzunehmen. Und da haben wir das Federmäppchen, das digitale Federmäppchen wieder unten links in der Ecke. Und so wähle ich mir jetzt passend an der Stelle den ersten Stift aus. Gucke mal, dass ich vielleicht die dickste Stiftstärke einstelle. Vielleicht auch passend zum Apfel in der Farbe Grün. Und so könnten die Schüler eben jetzt das, was sie hören, beziehungsweise das Wort als solches, wenn sie denn können, auch direkt daneben schreiben. Eine weitere Möglichkeit neben der händischen Notiz, sage ich mal, wäre auch innerhalb des Federmäppchens hier unten über das Plus direkt auf ein Textfeld zuzugreifen. Und wenn ich das tue, sieht man, dass mir dieses Textfeld dann direkt mittig auf das Foto gesetzt wird. Das schiebe ich jetzt einfach mal nach oben in die Ecke und über Doppelklick geht die Tastatur automatisch hoch und dann kann, wie gesagt, der besagte Schüler, die besagte Schülerin sein Wort auch über die Tastatur schreiben. Ich habe jetzt auch noch die Möglichkeit, man sieht, dass das Wort immer noch angefasst ist, also diese blauen Start- und Zielpunkte hat, über das digitale Federmäppchen auch noch die Schriftgröße über dieses kleine A, große A entsprechend zu verändern und anzupassen. Da sieht man, im Hintergrund wird der Apfel größer und ich kann eben auch aus drei verschiedenen Schriftarten wählen. Auch hier könnte ich den getipperten Text im Nachgang auch noch auf grün umstellen. Das mache ich mal an der Stelle. Und so sieht man, dass man jetzt eben in der App Fotos einmal händisch das Wort und einmal per Textfeld hinzugefügt hat. Noch eine weitere Möglichkeit, einen weiteren Tipp an der Stelle. Ich kann das getippte Wort auch noch mal antippen, sodass es im Grunde blau markiert wird. Und über den schwarzen Rahmen hat der Schüler, hat die Schülerin dann die Möglichkeit, sich seinen bzw. ihren eingefügten Text auch vorsprechen zu lassen und eventuell einmal auf die richtige Setzung der Laute zu achten. Und das mache ich jetzt mal. Ich gehe einmal auf Sprechen, wähle Deutsch. Apfel. Und so kann man eben auch noch hören, ob man denn alle Laute auch tatsächlich bei der Schreibung des Wortes bedacht hat. Um der Bearbeitung wieder stattzugeben, dieser zuzustimmen, gehe ich hier oben rechts auch wieder auf Fertig. Da ich mich ja nach wie vor in einer Bearbeitungsoberfläche befinde, bestätige ich der Bearbeitung über den gelben Haken auch nochmal zu. Und so wird mir auch dieses bearbeitete Foto natürlich wieder in der App Fotos abgelegt. Aufgaben rund um das Thema Das bin ich finden sich tatsächlich in fast allen Lehrwerken des Deutschunterrichts in der Grundschule. Und dazu nutzen wir jetzt einmal die App Pages als Textverarbeitungsprogramm, um
einen Text bzw. einen multimedialen Inhalt genau zu diesem Thema zu erstellen. Und wenn man einmal die App Pages öffnet, sieht die Oberfläche in etwa so aus. Und egal, ob man sich wie ich jetzt hier im Verlauf befindet oder innerhalb des Speicherorts iCloud Drive oder auf seinem iPad, wichtig ist, dass man irgendwo auf der Oberfläche ein Plus finden sollte, um in diesem Sinne etwas Neues hinzuzufügen, nämlich ein neues Dokument. Und genau das machen wir an der Stelle. Und da sieht man in der Übersicht, dass man aus verschiedenen Vorlagen, die mir Pages zur Verfügung stellt, wählen kann. Und da es auch darum gehen soll, Schülerinnen und Schüler zu differenzieren, starten wir im Grunde damit, jetzt eine Vorlage zu erstellen, in welche die Schülerinnen und Schüler dann ihre multimedialen Inhalte zusammenfassen können. Und dazu wähle ich jetzt weiter unten aus dem Format Bücher im Querformat direkt das erste leere Buch in genau solchem Format. Und dort einmal draufgeklickt, öffnet sich eben eine solche Lehrvorlage und ich werde jetzt damit starten, indem ich erstmal den Titel meines Dokuments umbenenne, klicke also einmal auf Umbenennen, die Tastatur geht automatisch hoch und so kann ich meinem Inhalt, meinem Dokument erstmal einen Titel verleihen. Ich sage jetzt mal, das bin ich als Vorlage. Und über die Tastatur bestätige ich genau diesen Titel und dann ist der erste Schritt an dieser Stelle getan. Und wir fangen jetzt damit an, dass wir im Grunde die Hintergrundfarbe der ersten Seite einmal verändern. Und das mache ich, indem ich hier oben auf den Pinsel gehe. Der Pinsel bedeutet immer etwas optimieren, aufhübschen und verändern. Und kann dann direkt hier an zweiter Stelle, sieht man es, über das Antippen dieses Kästchens die Hintergrundfarbe verändern. Man sieht hier, dass ich aus verschiedenen Farben, Farbpaletten etc. wählen kann. Ich wechsle einmal von der Voreinstellung in die Farbe und suche mir für meine Vorlage einfach einen blauen, einen hellblauen Hintergrund aus. Ja, und so haben wir den ersten Schritt getan, haben das Dokument umbenannt und die Hintergrundfarbe für die erste Seite verändert. Jetzt würde ich gerne eben bei Null starten und so stört mich jetzt dieses Textfeld namens leeres Buch. Dieses klicke ich einmal an, sodass es diese blauen Start- und Zielpunkte bekommt und über nochmaliges Antippen dieser Markierungsfläche bekomme ich diesen schwarzen Rahmen und kann über Löschen dann den Inhalt auf dieser Seite auch tatsächlich entfernen. Und da es ja Sinn macht, ein Foto von sich auch in diese Vorlage nachher einzufügen, starten wir jetzt damit, erstmal ein Foto in die Mitte des Dokuments einzusetzen, welches als Platzhalter für ein individuelles eigenes Foto, ein Foto der eigenen Person dienen soll. Und dazu gehe ich jetzt erstmal auf das Plus. Plus bedeutet immer etwas hinzuzufügen und achte darauf, dass ich mich hier oben innerhalb der Rubriken ganz rechts im Bereich der Multimedialität befinde. Und dann kann ich direkt darunter im Bereich Foto oder Video auf ein bestehendes Foto innerhalb meiner Fotomediathek zugreifen. Und das mache ich jetzt auch. Ich brauche ein Foto eines Fotoapparats, damit die Schülerinnen und Schüler eben auch wissen, dass wenn sie darauf gehen als Platzhalter, dann direkt die Kamera aufploppt und sie eben ein Foto der eigenen Person machen sollen. Und da haben wir das Foto und da es mir jetzt gerade noch bezüglich des weißen Rahmens drumherum nicht ganz so gut gefällt, lasse ich es angetippt mit diesen blauen Start- und Zielpunkten, gehe einmal auf den Pinsel und achte darauf, dass ich mich unterhalb, innerhalb der Rubriken mittig im Bereich Bild befinde, um dort einmal die Option Transparenz zu wählen. Und so kann ich jetzt mit dem Finger auf dem weißen Teil des Fotos von rechts nach links oder von links nach rechts ziehen, sodass sich dieser Bereich, man sieht es hier so, in Türkis umfärbt. Und wenn ich dann den Stift oder den Finger von der iPad-Oberfläche entferne und dann auch noch hier unten im schwarzen Rahmen mit fertig bestätige, wird mir tatsächlich dieser ursprünglich weiße Rahmen transparent umgesetzt. Und jetzt kann ich, da ich ja nicht möchte, dass ein Foto in der Größe mittig im Dokument sitzt, über diese blauen Eckpunkte auch dieses Foto natürlich vergrößern bzw. verkleinern und mit einem Finger dann auch wirklich mittig auf meinem Dokument platzieren. Und da ich ja möchte, dass die Schülerin bzw. der Schüler dieses hier als Platzhalter nutzt, gehe ich dazu eben oben einmal auf den Pinsel und muss darauf achten, dass ich mich direkt darunter auch in der Rubrik im Bereich Bild befinde. Und da sieht man es dann auch schon, dass ich hier unten jetzt sagen kann, bitte dieses Foto als Platzhalter festlegen.
Was passiert dann? Es kommt zusätzlich zum Foto unten rechts ein solches Plus auf und das hat den Vorteil, dass wenn der Schüler bzw. die Schülerin diese Vorlage bearbeitet und hier einmal auf das Plus tippt, dass dieser bzw. diese entweder ein Foto direkt aus der Fotomediathek wählen kann, direkt auf die Kamera zugreifen kann, um ein Foto oder ein Video aufnehmen kann oder eventuell auch noch irgendeine Datei integrieren kann. Machen wir nun weiter mit der Erstellung der Vorlage und setzen weitere Elemente mit auf dieses Dokument. Und so gehen wir einmal auf das Plus und wählen ganz rechts im Bereich der Multimedialität befindend die Option Bildergalerie aus. Einmal auf Bildergalerie getippt, sieht man, dass mir auch diese wieder mittig in mein Dokument gesetzt wird und so verschiebe und passe ich jetzt diese Bildergalerie meinen Bedürfnissen entsprechend an, setze sie hier an der Stelle und man sieht eben auch schon, dass die Bildergalerie im Grunde über einen Platzhalter verfügt. Sprich, wenn es dann darum geht, und gleich kommt der Arbeitsauftrag natürlich noch hinzu, hier verschiedene Bilder zu seinen Hobbys einzupflegen, können die Kinder auch hier wieder direkt auf das Plus klicken und eben ein Foto aus der Fotomediathek einsetzen oder dieses Hobby vielleicht noch pantomimisch darstellen und im Nachtrag dann dort ergänzen. So, die Bildergalerie sitzt. Jetzt brauchen wir natürlich noch einen Arbeitsauftrag, damit der Schüler, die Schülerin eben auch wissen, worum es geht. Und dazu gehe ich. Ich möchte ein Textfeld einfügen hier auf das Plus. Gehe dazu aber innerhalb der Rubriken von der Medialität über zu Formen. Und da sieht man es auch schon, wenn ich mich im Bereich einfach befinde, dass mir direkt hier ein Textfeld zur Verfügung gestellt wird. Einmal dort drauf getippt, kann ich auch dieses selbstverständlich wieder anfassen und auch anpassen. Und das tue ich jetzt auch, denn ich möchte natürlich noch eine andere Schriftart, vielleicht auch Größe, entsprechend auswählen. Und dazu gehe ich wieder auf den Pinsel. Ich möchte etwas verändern, etwas aufhübschen. Und es geht natürlich um den Text. Deswegen wechsle ich oben innerhalb der Rubriken von rechts anordnen einmal mittig auf Text und kann hier unterschiedliche Schriftarten wählen. Da wähle ich jetzt einfach mal die Grundschrift, denn auch das ist möglich. Verändere dann auch noch die Größe des Textes und sorge hierüber dafür, dass diese auch immer zentral gesetzt wird. Ja, und über Doppelklick in das Textfeld kann ich dann auch direkt eine Lernaufgabe bzw. einen Arbeitsauftrag formulieren, der da heißen soll: Was sind deine Hobbys? Fragezeichen. Setze Bilder ein. Punkt. So, mein Textfeld ist zu klein an der Stelle, deswegen vergrößere ich es noch. Und passe das so an. Natürlich müssen wir den Rechtschreibfehler da auch noch rausnehmen. Und da ich jetzt möchte, dass dieser Hintergrund des Arbeitsauftrags auch noch eingefärbt wird, klicke ich diesen Arbeitsauftrag erneut an, gehe auf den Pinsel, um dann nicht den Text, sondern hier links in der Rubrik den Stil, also den Hintergrund, die Füllfarbe noch zu verändern. Gehe dazu hier einmal auf Füllung und wähle mir im Bereich Farben oben eine entsprechende Füllfarbe aus. Ich nehme jetzt einfach mal das Lila und bin mit dem ersten Arbeitsauftrag schon sehr zufrieden. Machen wir weiter mit der Vorlage und setzen hier unten noch mit Hilfe von Formen ein weiteres Element, einen weiteren Arbeitsauftrag mit hinzu. Und dazu gehe ich, weil ich jetzt einmal eine Form bzw. ein Bild eines Tellers, denn es soll gleich um das Lieblingsessen gehen, brauche, auf das Plus. Dort einmal draufgeklickt, befinde ich mich ja direkt jetzt schon im Bereich der Formen. Und jetzt könnte ich mich hier oben durch die einzelnen Bereiche durchklicken, in der Hoffnung, dort irgendwo ein Symbol, eine Form, ein Bild eines Tellers zu finden. Man hat aber einen einfachen Trick, denn hier vorne befindet sich eine Lupenfunktion. Und wenn man dort einmal draufklickt, kann man ein Stichwort eingeben, wie zum Beispiel an meiner Stelle jetzt Teller, denn ich möchte, dass das Essen nachher auf dem Teller platziert wird. Und so bietet mir Pages eben alle Formen, die jetzt in dem Fall Teller heißen, auch dort direkt an und ich muss mich nicht durchklicken. Einmal auf den Teller getippt, wird mir dieser auch mittig wieder eingesetzt. Den vergrößere ich jetzt wieder über diese blauen Start- und Zielpunkte und ziehe dieses Element jetzt an diese Stelle hin. Da es nach wie vor durch diese blauen Punkte angefasst ist, möchte ich dieses Element jetzt noch bezüglich der Farbe verändern. Gehe dazu auf den Pinsel. Ich bin richtig in der Rubrik Stil. Gehe hier einmal auf Füllung und wechsle dann in den Bereich Farbe, um mir dazu dann einfach mal ein, nehmen wir hier ein helleres
Rosé-Rot auszuwählen. Ich gehe nochmal zurück zum Stil, verändere an der Stelle auch nochmal die Deckkraft, minimiere die so ein bisschen auf 60%. Und da man das jetzt nicht mehr ganz so gut erkennen kann, arbeite ich auch noch mit einem Rahmen, klicke da einmal drauf und dann sieht man, dass mir diese Form, dieses Element jetzt schon wunderbar eingesetzt wurde. Ich brauche natürlich noch einen Arbeitsauftrag, damit der Schüler, die Schülerin eben auch weiß, was sie tun soll. Und dazu gehe ich jetzt hier oben einmal auf den bestehenden Arbeitsauftrag, klicke ihn noch ein zweites Mal an, sodass dieser schwarze Rahmen wieder erscheint, bestätige mit Kopieren, arbeite also im Sinne des Copy and Pastes, klicke irgendwo auf die Bildschirmoberfläche des iPads, sodass mir die Option Einsetzen aufploppt und dann sieht man, dass dieses Textfeld im Sinne des Copy and Pastes hier eingesetzt wurde und natürlich muss ich den Inhalt des Arbeitsauftrags noch verändern und schreibe, was ist dein Lieblingsessen einmal rein und sage dazu als Auftrag, male es. Punkt. So passe ich dieses Feld jetzt auch noch mal ein bisschen an bezüglich seiner Größe und die Farbe gefällt mir als solche auch nicht und gehe dazu noch mal auf den Pinsel, sage Füllfarbe rosarot und so sieht das Ganze doch schon sehr viel besser aus. Und genau so würde ich jetzt auch fortsetzen bzw. weiterverfahren, um noch zwei weitere Elemente an dieser Stelle einzufügen. Aber mit Blick auf die Zeit werde ich das Ganze jetzt ein bisschen beschleunigen und da haben wir sie, die fertige Vorlage, welche ich jetzt meinen Schülerinnen und Schülern beispielsweise via AirDrop zur Verfügung stellen könnte. Und damit meine Schülerinnen und Schüler genau diese Vorlage nicht zerschießen, habe ich jetzt noch die Möglichkeit, die Elemente anzutippen und zu schützen. Und das mache ich jetzt, indem ich mit dem einen Finger der einen Hand ein Element antippe, wie hier oben jetzt, diesen Arbeitsauftrag. Diesen halte ich weiterhin mit dem Finger getippt und tippe jetzt parallel dazu nach und nach auch alle anderen Elemente bis auf den mittigen Platzhalter an. Wenn ich das getan habe, gehe ich jetzt hier oben einmal auf den Pinsel und man sieht direkt hier, dass ich die Option Schützen zur Verfügung habe. Und wenn ich dort einmal drauf tippe, sieht man anhand dieser kleinen grauen Kreise und der X'e, dass dieses Dokument jetzt sozusagen geschützt ist und mir meine Schülerinnen und Schüler dieses auch nicht zerschießen oder zerschlagen können. Und so gehe ich jetzt, um mir dieses als Vorlage auch tatsächlich zu exportieren, zu speichern, hier oben auf den Kreis mit den drei Punkten und kann jetzt hier über Exportieren das Ganze als Pages-Vorlage sichern. Dort einmal drauf getippt, dauert es einen kurzen Moment und dann habe ich hier unten die Option zur Vorlagenauswahl hinzufügen zu sagen. Und wenn ich das tue, sieht man, dass ich mich wieder hier im Bereich Vorlagen befinde. Hier oben sind die von Pages angebotenen Vorlagen und ganz unten gibt es einen Bereich, der da heißt Meine Vorlagen. Und da sieht man es auch schon, hier ist meine Vorlage mit dem Titel Das bin ich als Vorlage. Und diese tippen wir jetzt auch an, denn jetzt in einem weiteren Schritt soll es natürlich darum gehen, die einzelnen Elemente dieser Vorlage auch multimedial auszufüllen. Ich beginne in der Mitte mit einem Foto. Mit zwei Fingern schiebe ich das Ganze mal größer, sodass man einen besseren Überblick genau über diese Möglichkeit jetzt hat. Ich gehe einmal auf das Plus, könnte ja wie gesagt jetzt hier auf die Kamera zugreifen, habe aber bereits ein Foto meiner Person in meinen Alben. Hier weiter unten gibt es eben einmal die Rubrik Selfies und da setze ich jetzt hier mal in der Denkerpose ein entsprechendes Foto ein und dieses wird mir eben dank dieser Platzhalterfunktion auch direkt an die entsprechende Stelle gesetzt. Ich mache weiter mit den Hobbys und auch das ziehe ich mal ein bisschen größer. Also man sieht auch in der Projektion für die Schüler kann man die einzelnen Elemente der Vorlage auch immer vergrößernd darstellen. Was hier jetzt allerdings fehlt, wenn man draufklickt, ist, dass ich eben jetzt hier nicht Fotos in die Fotogalerie über das Plus integrieren kann. Das liegt daran, dass wir dort einen Schutz eingesetzt haben. Das müsste ich jetzt für dieses Element einmalig aufheben. Dazu tippe ich dieses Element an, sodass mir hier im schwarzen Balken die Option Schutz aufheben aufkommt. Dort einmal drauf getippt, sieht man, dass ich dann diese klassische Platzhalterfunktion nutzen kann. Ich gehe dazu einmal auf das Plus und auch dazu habe ich bereits Fotos in meiner Fotomediathek abgelegt. Gehe dazu eben einmal
einmal auf Foto auswählen. Und da ich gerne schwimme und gerne reise, setze ich genau diese zwei Elemente, man sieht es hier unten auch nochmal angezeigt, in die Bildergalerie ein. Ich bestätige hier oben über Hinzufügen und dann sieht man eben auch genau hier unten anhand dieser zwei Punkte oder anhand des Pfeils, dass ich mich hier durch verschiedene Bilder durchklicken kann. Über Doppelklick unterhalb des Fotos auf Untertitel kann ich dem Foto auch noch einen Titel geben, wie zum Beispiel Reisen für das erste Bild, hoppala, oder eben auch Schwimmen für das zweite Bild. Ja, und so ist ein weiteres Element, ein weiterer multimedialer Inhalt eingefügt. Ich mache weiter hier unten mit dem Lieblingsessen. Auch dazu ziehe ich dieses Element wieder größer, damit man einen besseren Überblick hat und möchte das jetzt eben dort einmal hineinmalen. Und dazu gehe ich hier oben auf das Plus. Ich möchte hier etwas hinzufügen, befinde mich innerhalb der Rubriken im Bereich der Multimedialität und sage Zeichnung. Hier ploppt mir wieder dieses digitale Federmäppchen auf und nun kann ich die Tools einmal ausprobieren und gucken, mit welchem ich tatsächlich am besten malen oder zeichnen kann. Ich nutze immer ganz gerne, vor allem um flächig zu arbeiten, dieses Tubentool, wähle dieses an der Stelle auch aus und gucke, dass es in, ja, in vollster Stärke eingestellt ist. Und da ich gerne Spinat mit Spiegelei und Kartoffelpüree esse, werde ich genau das jetzt zeichnen. Gelb ist schon eingestellt, ich ziehe also hier einmal über die Fläche rüber, da haben wir das Kartoffelpüree, dann nehmen wir hier einmal dieses Grün auch direkt für den Spinat, den zeichne ich hier mal mit dazu, ich esse sehr viel und sehr gerne, da haben wir den Spinat, dann brauche ich noch das Spiegelei, also brauche ich erstmal die Farbe Weiß, gehe dazu hier unten rechts in die Farbpalette, wähle an der Stelle einmal das Weiß um das erste Ei, aber auch noch das zweite Ei zu platzieren. Ich brauche aber noch den Eidotter, also gehe ich nochmal drauf und wähle mir ein schönes, knalliges Orange. Und da haben wir es. Und ich denke, mein Lieblingsessen sollte an der Stelle gut zu erkennen sein. Ich bestätige meine Zeichnung oben links einmal über die Option Fertig. Und man sieht, dass mir diese Zeichnung auch als Element, welches ich jederzeit auch verkleinern oder vergrößern oder eben auch an eine andere Stelle schieben könnte. Und so habe ich schon zwei Inhalte in die Vorlage recht schnell über verschiedene multimediale Möglichkeiten eingesetzt. Machen wir nun oben rechts mit den Träumen und Wünschen weiter. Auch dieses Element ziehe ich wieder größer. Und genau dazu soll ja eine Audio aufgenommen werden. Da ich ja etwas hinzufügen möchte, gehe ich auf das Plus, bin nach wie vor im Bereich der Multimedialität und wähle die Option Audio aufnehmen. Durch den orangenen Balken sehe ich auch direkt, dass ich mich in dieser Audioaufnahme-Bearbeitungsoberfläche befinde und kann hier unten, nachdem ich eben weiß, was ich auch einsprechen möchte, einmal auf Aufnahmen klicken. Dann sieht man die Amplitude und man sieht eben, dass man eine Audio, dass man einen Text, einen Inhalt entsprechend einspricht. Ich mache das mal eben. Ich wünsche mir für die Zukunft, dass wir besser oder überhaupt gut mit Corona leben können und unser normaler Alltag wieder da ist. Ja. Ich könnte das Ganze mir nochmal anhören, ich könnte meine Audio auch bearbeiten, aber wenn ich denn soweit zufrieden bin, könnte ich diese Audio auch oben rechts über die Funktion einfügen, direkt einfügen und da haben wir sie und einmal drauf getippt. Ich wünsche mir für die Zukunft, könnte ich mir diese Audio auch noch anhören, dass wir besser drauf getippt. Ploppt auch der schwarze Rahmen auf und ich könnte nach wie vor auch mit dem Element verfahren, indem ich es ausschneide oder auch kopiere, eventuell lösche etc. pp. Ja, und so haben wir einen dritten Inhalt auf dieser Vorlage entsprechend eingefügt und machen zu guter Letzt noch unten rechts mit dem Shirt weiter, bei dem es ja darum gehen soll, Formen einzufügen, die zur eigenen Person passen. Auch dieses Element vergrößere ich erstmal und da ich etwas hinzufügen möchte, gehe ich hier auf das Plus. Wechsel dann aber in der Rubrik der Multimedialität zu Formen und suche dann hier über die Suchfunktion einfach nach Inhalten, die zu mir passen. Ich trinke zum Beispiel sehr gerne Kaffee, daher gebe ich Kaffee als solchen mal ein, tippe mir die Form des Kaffeebechers an, verkleinere ihn ein bisschen und lasse ihn mithilfe von zwei Fingern vielleicht auch noch rotieren und etwas angemessener auf dem T-Shirt platzieren. Ich mag gerne Frösche, suche mir also über das Plus, über die gleiche Möglichkeit dann auch noch ein Bild eines Frosches aus. Auch den tippe ich an, verkleinere ihn ein bisschen,
lass ihn ein bisschen rotieren, setz ihn an diese Stelle einfach mal ab. Und natürlich lassen sich die Formen auch noch bezüglich Farbe, Rahmen etc. verändern. Das mache ich, indem ich diese Form anklicke, dann im Nachgang einmal auf den Pinsel gehe und hier könnte ich die Füllfarbe mal verändern, gehe also auf Füllung, gehe dann hier einmal in den Bereichen auf Verlauf und wähle mir jetzt einfach mal ein dunkles Braun hin zu einem hellen Orange. Und für den Frosch mache ich das auch nochmal, den Frosch einmal angeklickt, einmal auf den Pinsel, einmal auf Füllung. Ich wechsle hier auch mal auf den Verlauf, wähle natürlich nicht die Farbe Blau, sondern von einem hellen Grün zu einem dunklen Grün aus. Und so sieht man, wie schnell und einfach wirklich tolle Vorlagen für Schülerinnen und Schüler entstehen können und welche Möglichkeiten Pages bietet, um sehr differenziert und auch individuell gemäß seinen Fähigkeiten und Fertigkeiten mit dem Thema "Das bin ich" umzugehen. Mit Fokus auf dem mündlichen Sprachhandeln kann die App iMovie als eigentlich Videoschnittprogramm wunderbar genutzt werden, um beispielsweise Gedichte zu vertonen oder jetzt wie in unserem Beispiel, um einen Comic entsprechend umzusetzen. Und damit Sie jetzt auch gleich wirklich mitmachen können, stelle ich Ihnen erst einmal die entsprechenden Fotos zur Verfügung, welche Sie jetzt mit Hilfe der App Kamera einfach vom Bildschirm aus abfotografieren können. Bild 1, Bild 2, Bild 3 und zu guter Letzt Bild 4. Und so starten wir jetzt damit, in einem ersten Schritt die App iMovie zu öffnen. Diese befindet sich hier auf meinem Gerät und wenn ich dort einmal drauf klicke, sieht die Oberfläche, sofern ich mich innerhalb der Projekte befinde, in etwa so aus. Wichtig ist, um einen neuen Film, ein neues Projekt zu erstellen, dass ich hier oben links einmal auf das Plus klicken muss. Und wenn ich das einmal tue, habe ich die Möglichkeit, zwischen zwei Formaten zu wählen, nämlich einmal zwischen einem Film und einem Trailer. Und zu unserem Zweck nutzen wir die linke Option, nämlich die des Films. Einmal dort drauf geklickt, habe ich direkt die Möglichkeit, auf dieser Oberfläche schon auf diverse Medien, welche ich für meinen Film, für mein Projekt benötige, auszuwählen. Wir starten aber wirklich bei Null und gehen daher hier unten einmal auf die Option Film erstellen. Dort einmal draufgeklickt, befinde ich mich auf dieser Bedieneroberfläche innerhalb von iMovie und im Grunde haben wir drei Bereiche. Einmal hier unten den Bereich, die sogenannte Timeline, in die ich alle Inhalte, Medien etc. einfüge und bearbeite. Dann hier oben rechts einen Bereich, in dem ich im Grunde zwischen Medien, also Fotos, Videos etc. wählen kann und den Bereich der Audio, sodass ich dann parallel für mein Projekt eben auch noch zwischen Soundtracks, heruntergeladener Musik oder auch aus Toneffekten wählen kann, die ebenfalls unten in die Timeline integriert werden können. Hier oben kann ich dann tatsächlich all das, was ich bereits unten in die Timeline einsetzte, in Echtzeit live dann immer abspielen lassen und im Grunde überprüfen, ob das, was ich bereits dort unten integrierte, soweit in Ordnung ist. Und so starten wir jetzt damit in einem ersten Schritt die Medien, also die Fotos passend zu unserem Comic, unten in die Timeline einzusetzen. Und ich muss jetzt darauf achten, dass ich hier innerhalb der Medien einmal von Audio links rüber zu Medien wechsle. Und dann kann ich eben hier über diese Option, nämlich Fotos, auch direkt auf Fotos meiner Fotomediathek zugreifen. Und das mache ich jetzt an der Stelle. Ich gehe hier einmal auf Zuletzt hinzugefügt und da finden sich dann auch meine entsprechenden Fotos, welche ich jetzt unten einsetzen möchte. Und das jeweilige Foto, welches eingesetzt werden soll, wird angeklickt. Das mache ich an der Stelle auch. Zack. Und über das Plus, welches sich direkt darunter zeigt, weiß man eben auch, dass, wenn ich darauf einmal klicke, dieses Medium auch tatsächlich unten eingesetzt wird. Und man sieht, dass mir dieses Medium, also dieses Foto, dann auch direkt in einer bestimmten Sequenz, zeitlichen Sequenz integriert wird, nämlich an der Stelle mit 8,9 Sekunden. Da der Comic ja insgesamt über 3 bzw. 4 Bilder verfügt, gehe ich jetzt auf das nächste Bild, nämlich hier mittig auf
dieses Foto und auch da muss ich erneut auf das Plus klicken und dann wird mir auch dieses Foto wieder in meine Timeline eingefügt und wir haben insgesamt 16,8 Sekunden und das letzte Bild an der Stelle, das Fragezeichen spare ich mal aus, wieder über das Plus wird mir auch dieses unten in die Timeline gesetzt und wir kommen jetzt auf insgesamt 24,7 Sekunden, wobei sich diese zeitliche Dauer auch im Nachhinein noch verändern, minimieren oder maximieren lässt, aber dazu gleich mehr. Mit meinem Finger wische ich jetzt im Grunde die Spur einmal nach vorne weg, sodass ich auch wirklich auf das erste Foto komme. Man sieht hier, dieser Rahmen, dieser weiße Rahmen zeigt im Grunde immer an, wo ich mich innerhalb dieser Timeline befinde. Und jetzt befinde ich mich eben am Anfang des ersten Fotos und da machen wir jetzt auch direkt weiter. Nämlich damit, dass wir für diese erste Sequenz, welche ich gerade anklicke, eine Überschrift, einen Titel eingeben wollen. Man hat immer die Möglichkeit, wenn man eine Spur, die man hier unten in die Timeline integriert, wenn diese angeklickt ist, darunter auf verschiedene Bearbeitungsoptionen zuzugreifen. Und hier wird mir auch direkt der Titel als eine Möglichkeit angeboten. Und wenn ich dort einmal draufklicke, sieht man hier drüber verschiedene Angebote, in welcher Art und Weise der Titel als solcher dann auch in dieses erste Bild integriert wird. Und da suche ich mir jetzt an der Stelle einfach mal hier dieses Einblenden aus. Und dann sieht man hier oben, dass ich an der Stelle die Möglichkeit habe, jetzt, indem ich dieses Feld einmal anklicke und mit Bearbeiten bestätige, diesen Titel über die Tastatur noch zu verändern. Und an der Stelle gebe ich einfach mal den Titel der Wahlalarm ein und bestätige dann über die Tastatur mithilfe dieser blauen Taste. Und dann sieht man hier auch schon, ich klicke mal eben unten den Bereich wieder weg, sieht man hier über das T im ersten Bild, im ersten Medium, dass sich dort hinter tatsächlich ein Text bzw. ein Titel verbirgt. Und jetzt kann ich das Ganze mir mal anschauen, gehe hierzu einmal auf das Play-Symbol und oben sieht man eben, dass bereits passend zum Medium auch noch ein Titel eingefügt wurde. Und so machen wir weiter und bleiben weiterhin auf dem ersten Medium. Ich gehe wieder mit dem weißen Balken ganz nach vorne hin, denn genau an der Stelle soll jetzt, wie gesagt, weitergemacht werden. Ich klicke die erste Spur, also das erste Medium, wieder an. Es bekommt wieder diesen gelben Rahmen. Und ich möchte ganz kurz etwas, man sieht es hier oben auch schon, zu diesem Ken Burns-Effekt sagen. Es ist ein Foto, welches ja eben sehr statisch als solches ist, aber mit Hilfe des Ken Burns-Effekt kann man im Grunde eine gewisse Dynamik selbst in ein Foto einbauen. Und das geht wie folgt. Man sieht hier anhand des blauen Symbols, dass ich jetzt im Grunde mit zwei Fingern auf der Oberfläche hier dieses erste Bild positionieren kann. Also ich kann dafür sorgen, ob vielleicht jetzt die zwei Wale besonders nah oder besonders weit entfernt voneinander sind. Ich möchte, dass im Grunde jetzt in der ersten Sequenz bzw. am Anfang des Bildes alles gut zu sehen ist. Jetzt klicke ich, habe also jetzt den Anfang positioniert, klicke ich unten auf dieses andere Symbol um und man sieht hier, dass es umgesprungen ist mit dem Balken zum Ende dieser Spur, um jetzt das Ende zu positionieren. Und dazu ziehe ich das Ganze jetzt tatsächlich etwas größer, sodass diese Sequenz dann am Ende dieser Medienspur auch so zu sehen ist. Und das gucken wir uns mal an. Ich schiebe wieder ganz an den Anfang und lasse die erste Sequenz einfach mal über Play ablaufen. Man sieht, das Bild zieht sich immer näher ran, eben genau zu dieser Position, welche ich für das Ende bestimmt habe. Und so soll es jetzt in einem nächsten Schritt darum gehen, passend zu dieser Fotospur natürlich auch noch einen Text, also eine Audio einzusprechen und diese als nächste Spur drunter ablegen zu lassen. Und dazu gehe ich erstmal wieder an den Anfang dieser Spur. Und dann hat man hier links über dieses Symbol die Möglichkeit, wenn man draufklickt, dann auch tatsächlich einen Text, einen Inhalt, einen Toneffekt, was auch immer, einzusprechen. Und dazu müsste ich dann in dem Fall einmal auf Aufnahme gehen. Mir wird netterweise dann auch noch von 3 runtergezählt. Ich kann mich also nochmal fassen, bevor ich meinen Inhalt dann entsprechend einspreche. Milli, Willi und Vanilli schwimmen gemütlich durchs Meer. Vanilli ist so aufgeregt und albatrum, dass er das Netz, welches sich vor ihm aufmacht, überhaupt nicht sieht und plötzlich reinschwimmt. So, stoppen
Und man sieht, dass ich generell nach der Audioeinsprache immer die Möglichkeit habe, das Ganze abzubrechen, zu wiederholen, mir das Ganze anzuhören oder direkt mit Benutzen zu bestätigen. Und das tue ich und dann sieht man eben, dass parallel zu meiner Fotospur die eingesprochene Audiospur unten drunter gesetzt wird. Und ich wische mal so ein bisschen rüber, man hat es gerade auch schon gesehen, dass meine eingesprochene Spur natürlich jetzt sehr viel länger ist und sich in das zweite Foto erstreckt. Und da habe ich die Möglichkeit, diese Spur natürlich auch noch nachträglich anzupassen. Würde ich die Audiospur kürzen, würde mir natürlich der Text gekürzt werden, was ich nicht möchte. Deswegen klicke ich die Fotospur an und tippe dann mit dem Finger auf diesen dicken gelben Balken und ziehe die Spur dann parallel zur Audiospur an die entsprechende Stelle, so dass Audio und Fotospur an der gleichen Stelle auch tatsächlich enden. Und so gehe ich jetzt wieder an den Anfang, um mir das Ganze mal anzugucken. Man merkt an der Stelle auch schon, dass man in iMovie im Grunde immer so arbeitet, dass etwas eingefügt wird, man sich das Ganze anschaut, man das Ganze optimiert, verändert, vielleicht auch noch anders positioniert etc. Jetzt gucken wir aber einfach mal drauf, was bis jetzt integriert wurde. Milli, Willi und Vanilli schwimmen gemütlich durchs Meer. Vanilli ist so aufgeregt und albert rum, dass er das Netz, welches sich vor ihm aufmacht, überhaupt nicht sieht und plötzlich reinschwimmt. Stopp. Ich gehe zurück an den Anfang und bin soweit zufrieden, möchte aber natürlich auch noch ein bisschen mehr Spannung, Dynamik dort mit reinbringen. Ich könnte jetzt weitere Audios aufnehmen, auch Toneffekte selbst erzeugen, möchte an der Stelle aber einfach auf Optionen, die iMovie zur Verfügung stellt, zu sprechen kommen. Und da wechsle ich jetzt im Bereich der Medien einmal hier links vom Reiter Medien zum Reiter Audio und gucke an erster Stelle vielleicht mal in die Soundtracks, ob es da irgendetwas gibt, was passend für meinen Comic eingesetzt werden könnte. Hier unten sieht man eben auch kostenfreie Möglichkeiten. Ich gehe mal ganz ans Ende, welche dort eingesetzt werden könnten. So, da haben wir die Themen und jetzt gucke ich mir oder höre ich mir das mal an. Ich stoppe mal. Okay, also ich könnte mir hier eben einen entsprechenden Soundtrack anhören und auch über das Plus dann einfügen. Das mache ich auch mal. Ich nehme mal hier verspielt, gehe auf das Plus und was passiert? Es wird mir eine weitere Spur unten eingesetzt. Ich lasse es mal ablaufen. Milli, Willi und Vanilli schwimmen gemütlich durchs Meer. Vanilli ist so aufgeregt und albert rum, dass er das Netz, welches sich vor ihm aufmacht, überhaupt nicht sieht und plötzlich reinschwimmt. Okay, und ich könnte diese Spur jetzt auch antippen, auch bearbeiten und zum Beispiel sagen, dass auch dieser Soundtrack an der Stelle enden soll. Deswegen klicke ich das Ganze an, bekomme diesen gelben Balken und dann gehe ich einmal auf Teilen, damit eben dieser Soundtrack unterbrochen wird und lösche, entferne diesen Soundtrack, der sich eben dann auch noch über diese weiteren Medien erstreckt, indem ich hier rechts auf den Mülleimer gehe. Und so habe ich eben drei Medien, drei Inhalte, drei Spuren, die jetzt an der Stelle tatsächlich an einer gleichen Stelle enden. Gucken wir aber mal, welche Möglichkeiten ich noch habe und gehe dazu nochmal zurück innerhalb der Audio und wähle jetzt mal die Option Toneffekte aus. Und auch hier gibt es verschiedene Sounds, verschiedene Effekte, welche man wunderbar nutzen kann, um diese unten passend zum Comic zu integrieren. Und da würde ich jetzt an der Stelle vielleicht tatsächlich mal dieses Arpeggio wählen. Oder vielleicht auch die ansteigende Spannung. Oh, das passt sehr viel besser. Gehe, um diese dort einzufügen, auch einmal auf das Plus. Und man sieht, es wird mir eine weitere Spur unten eingesetzt, welche, dadurch, dass der weiße Rahmen ja jetzt hier endete, natürlich an der völlig falschen Stelle sitzt. Und diese Spur kann ich jetzt mit meinem Finger antippen und dann auch im Nachgang noch jederzeit an die entsprechende Stelle verschieben. Und ich gucke mal, vielleicht passt es hier hin. Gehe mal ein Stück zurück und wir hören uns das mal an. Sieht so, natürlich ist das Ganze viel zu laut. Ich tippe diese Spur nochmal an, denn dieser Toneffekt überlappt jetzt in der Lautstärke meinen eingesprochenen Text, was ja nicht sein soll. Also diese Spur ist einmal angetippt. Ich
Gehe hier auf Lautstärke und minimiere das Ganze. Tippe dann aber auch nochmal meine Audio an und maximiere die Lautstärke ein wenig. So, und dann gucken wir es uns nochmal an. Überhaupt nicht sieht und plötzlich reinschwimmt. So, machen wir noch ein bisschen lauter, passt. Und dann bin ich an der Stelle vielleicht auch tatsächlich zufrieden. Nicht sieht und plötzlich reinschwimmt. Okay, und so würde ich natürlich jetzt auch weitermachen, um das zweite, das dritte und vielleicht auch das vierte Bild entsprechend zu vertonen. Natürlich würde es hier noch fortgesetzt werden, aber für den Moment sollte es genügen. Aber den Anfang schauen wir uns natürlich gleich nochmal zusammen an. Ich würde jetzt, nachdem das Projekt soweit fertiggestellt wurde, oben links einmal auf Fertig gehen. Habe hier die Möglichkeit, meinen Film natürlich auch noch entsprechend umzubenennen und schreiben auch einmal der Wahlalarm als Titel hinein. Zack. Und ich habe im Nachgang auch immer noch die Möglichkeit, diesen Film zu bearbeiten, ihn hier abspielen zu lassen, ihn zu verwerfen oder über diese Funktion eben diesen Inhalt auch über AirDrop an meine Schülerinnen und Schüler zu verschicken, diesen zu kopieren, in einer anderen App öffnen oder eben auch als Video zu sichern, somit dass mir dieser exportierte Film dann auch in der Fotomediathek zwecks Abspiel etc. zur Verfügung steht. So, da gucken wir jetzt auch tatsächlich nach Export einmal rein. Ich gehe also hinaus aus der App iMovie und hinein in die App Fotos, nämlich in die Fotomediathek. Und da haben wir ihn schon, den eben exportierten Film. Ich stelle hier mal die Lautstärke ein und dann gucken wir uns mal zumindest den Anfang an. Milli, Willi und Vanilli schwimmen gemütlich durchs Meer. Vanilli ist so aufgeregt und albatrum, dass er das Netz, welches sich vor ihm aufmacht, überhaupt nicht sieht und plötzlich reinschwimmt. Quizformate welcher Art auch immer bereiten Schülerinnen und Schülern in der Regel immer sehr viel Freude. Und so kann man tatsächlich die App Keynote als Präsentationsprogramm nutzen, um ein Quiz, ja man muss fast schon sagen, zu programmieren. Und dazu gehe ich jetzt einmal auf die App Keynote. Und um eine neue Keynote zu erstellen, muss man irgendwo auf der Oberfläche ein Plus finden, sodass man dann die Möglichkeit hat, sich ein entsprechendes Thema, also eine Vorlage für seine Präsentation auszuwählen. Da ich aber bereits eine Präsentation bzw. den Anfang unseres Quiz vorbereitet habe, gehe ich jetzt hier oben links einmal auf Abbrechen und öffne, wie gesagt, dieses vorbereitete Quiz, welches sich hier im Verlauf bei mir oben links befindet. Einmal draufgeklickt, komme ich eben auf mein Quiz und man sieht hier, es ist eben eine Präsentation, welche momentan über 4 Seiten verfügt. Und ich zeige einmal, damit ihr da eine Vorstellung davon bekommen kann, was ich unter Quiz verstehe, wie dieses jetzt von den Schülerinnen und Schülern bearbeitet werden würde. Und so gehe ich hier oben oder der Schüler, die Schülerin einmal auf das Play. Die Präsentation startet. Und in einem weiteren Klick komme ich eben zur ersten Quizfrage, die da heißt, wie heißt der Bau der Amsel? Bewusst klicke ich jetzt einmal auf eine falsche Antwort, nämlich Nische. Und wenn ich dort einmal draufklicke, werde ich automatisch verlinkt mit dieser Rückmeldeseite, bei der es eben heißt, dass ich es nicht richtig beantwortet habe. Und übers Anklicken hier unten auf Versuche es erneut, habe ich aber die Möglichkeit, diese Frage dann bestenfalls im zweiten Gang richtig zu beantworten. Und so klicke ich jetzt einmal auf Nest und bekomme die Rückmeldung, dass ich diese Frage dann tatsächlich richtig beantwortet habe. Und wie man eine solche Quizfrage bzw. ein solches Quiz erstellt, das zeige ich jetzt. Und dazu gehe ich hier links im Verlauf einmal auf die letzte Seite meiner Präsentation und gehe zum Hinzufügen einer weiteren Seite hier unten auf das Plus. Dann kann ich aus verschiedenen Folien wählen und ich nutze für die nächste Frage einfach eine weiße Leervorlage. Einmal draufgeklickt, sieht man, dass mir diese dann als weitere Folie hinzugefügt wird. Und so möchte ich jetzt eine zweite Quizfrage zuerst formulieren und dazu brauche ich ein Textfeld, welches ich hier oben über das Plus in der Rubrik Formen direkt ganz vorne im Bereich einfach finde. Und dazu klicke ich jetzt einmal auf Text und so wird mir ein solches Textfeld eben direkt mittig auf die Folie gesetzt. Über Doppelklick in das Textfeld kann ich dann meine Quizfrage formulieren, die da heißen soll, welche Farbe haben
Amseleier? Fragezeichen. Und wenn ich möchte, kann ich jetzt auch noch dafür sorgen, dass dieser Text ebenfalls wie auf Folie 2 in so einem türkisen Ton umgesetzt wird. Dazu gehe ich einmal auf den Pinsel, achte darauf, dass ich mich in der Rubrik Text befinde und so kann ich hier an dieser Stelle eben auch die Textfarbe verändern. Gehe dazu von den Voreinstellungen in die Farbe hinein und wähle mir jetzt ein entsprechendes Türkis aus. Ja, und damit Sie sehen können, dass man eben nicht nur über Textfelder Antworten geben kann, suche ich jetzt hier innerhalb von Keynote drei Formen aus, über die man eben dann auch eine entsprechende Antwort geben kann. Und so will ich etwas hinzufügen und gehe dazu hier oben wieder auf das Plus und gebe jetzt hier vorne, weil es eben darum gehen soll, wie die Amseleier aussehen, als Suchbegriff das Stichwort Ei ein. Und dann gucken wir mal, was mir da zur Verfügung gestellt wird. Und hier sieht man es direkt, ein solches Ei wird mir als Form auch tatsächlich angeboten. Und dieses vergrößere ich jetzt über diese blauen Start- und Zielpunkte und setze das erste Ei mal hier auf die Folie. Ich klicke dieses Ei einmal an, um es zu kopieren. Ich möchte nämlich drei Formdistraktoren haben und sage hier innerhalb des schwarzen Rahmens einmal kopieren. Tippe erneut auf die Bildschirmoberfläche, sodass der schwarze Rahmen wieder aufploppt, sage einsetzen. So habe ich schon das zweite Ei, den zweiten Distraktor, tippe wieder auf die Oberfläche, bis der schwarze Rahmen kommt, bestätige mit einsetzen und habe jetzt tatsächlich drei Antwortmöglichkeiten. Und jetzt muss ich natürlich auch noch die Farben entsprechend anpassen. Das eine Ei ist noch angeklickt, beziehungsweise das eine Ei hat noch diese blauen Start- und Zielpunkte, deswegen gehe ich direkt über in den Pinsel. Muss jetzt darauf achten, dass ich mich darunter innerhalb der Rubriken links im Bereich Stil befinde und kann jetzt hierüber die Füllfarbe des Eis natürlich anpassen. Ich gehe von den Voreinstellungen einmal in den Bereich Farbe und wähle hier ein helles Gelb einmal aus. Könnte an der Stelle auch noch einen Rahmen eingeben, sodass das dann so aussieht. Dann das nächste Ei angeklickt, wieder über den Pinsel, wieder Überfüllung, wieder in Farbe wechseln, hellgrün als tatsächlich richtige Antwort und den Rahmen. Und das gleiche mache ich dann auch noch mit der dritten Antwortmöglichkeit, Pinsel, Füllung, Farbe und Rahmen. Und so habe ich jetzt die zweite Quizfrage als solche eingepflegt und brauche natürlich jetzt an der Stelle auch die beiden Rückmeldefolien. Und dazu setze ich jetzt zwei weitere Folien, leere Folien ein. Einmal, wieder unten auf das Plus geklickt, noch ein zweites Mal und muss natürlich jetzt dafür sorgen, dass die Hintergrundfarbe gemäß der entsprechenden Rückmeldung noch angepasst wird. Ich habe Folie 6 einmal angeklickt, gehe dazu dann hier oben auf den Pinsel, denn ich möchte etwas verändern und gehe über den Hintergrund, sodass ich dann auch direkt auf die Farbpalette hier wieder zugreifen kann, wechsle also in den Bereich Farbe und wähle mir ein sattes Grün, genau wie in Folie 3 aus. Genau das gleiche mache ich jetzt natürlich auch mit Folie 7. Ich klicke diese hier links im Verlauf an, gehe erneut über den Pinsel, gehe auf Hintergrund, wechsle in den Bereich Farbe und wähle mir an der Stelle ein Rot aus. Und natürlich muss es jetzt auch noch, genau wie in Folie 3 und 4, eine Rückmeldung geben, je nachdem, welchen Distraktor man angeklickt hat. Und so arbeiten wir erstmal auf Folie 6 weiter. Und dazu benötigen wir wieder ein Textfeld, welches ich hier oben über das Plus erhalte. In der Rubrik Formen im Bereich Einfach hat man direkt wieder die Option des Textfeldes. Dieses schiebe ich an die richtige Stelle. Über Doppelklick geht die Tastatur ebenfalls wieder hoch und super gemacht als Rückmeldung sollte an der Stelle reichen. Ich möchte die Schrift noch etwas vergrößern, deswegen gehe ich dazu noch eben auf den Pinsel. Muss darauf achten, dass ich mich darunter im Bereich Text befinde und kann als Größe vielleicht an der Stelle einfach mal 125 pt einstellen. Und natürlich, damit der Schüler, die Schülerin auch weiß, dass es weitergeht, brauche ich hier unten eben auch noch die Rückmeldung in Form von weiter. Deswegen gehe ich wieder auf das Plus und nehme mir ein weiteres Textfeld, welches ich jetzt hier unten ansetze
und schreibe weiter Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen dort hinein. An der Stelle könnte man, wie gesagt, auch Smileys einsetzen, um auch nochmal eine visuelle Hilfe, Unterstützung anzubieten oder auch mit Emojis arbeiten. Das sind alles Optionen, welche man individuell wählen kann. Bearbeiten wir dann aber an der Stelle auch noch Folie 7. Und damit ich gleich nicht wieder ein Textfeld über das Plus bekommen muss, gehe ich einmal auf Super gemacht, klicke dieses Feld erneut an und sage einfach Kopieren. Wechsle jetzt an der Stelle hier im Verlauf auf Folie 7, klicke nochmal auf die Bildschirmoberfläche und bestätige mit Einsetzen. Dann kann ich nämlich jetzt direkt hier hineinarbeiten und schreibe Schade nicht richtig als Rückmeldung. Ein weiteres Textfeld benötige ich auch noch, um dem Schüler, der Schülerin die Möglichkeit zu geben, das Ganze nochmal zu wiederholen. Ich tippe dazu wieder auf die Oberfläche, sage wieder einsetzen, um das gleiche Textfeld einfach nochmal zu nutzen. Klicke wieder rein und sage als Rückmeldung, versuche es erneut. Und auch hier könnte ich natürlich wieder mit Formen oder Smileys, Emojis, mit was auch immer als visuelle Unterstützung arbeiten. Jetzt haben wir die zweite Quizfrage erstellt, die entsprechenden Rückmeldefolien auch aufbereitet. Und jetzt geht es natürlich darum, wie diese Verlinkungen funktionieren, also wie die Schülerinnen und Schüler im Grunde Logarithmen nutzen, um in diesem Quizformat arbeiten zu können. Und dazu gehe ich auf die zweite Quizfrage und klicke jetzt an der Stelle eben die Eier an. Die richtige Antwort wäre ja in dem Fall hier das grüne Ei und dort einmal draufgeklickt, kommt dieser schwarze Rahmen auf und entweder direkt hier in dem ersten Bereich oder wie jetzt bei mir über den Pfeil in dem zweiten Bereich hat man die Option auf Link zu gehen. Und wenn ich das tue, kann ich eben den Verbindungstypen hier oben einstellen. Das ist in dem Fall die Folie, aber man hat eben noch andere Möglichkeiten, wie man hier sieht. Aber es soll ja darum gehen, dass wenn der Schüler hier auf das grüne Ei klickt, auch direkt mit Folie 6, du hast alles richtig gemacht, verbunden wird. Und deswegen sage ich hier an der Stelle Link zu Folie 6 und habe, man sieht es hier, eine entsprechende Verlinkung integriert. Das gleiche muss ich natürlich auch noch mit dieser Antwort machen, die ja nicht die richtige ist. Gehe wieder über den schwarzen Rahmen, erneut über Link und sage Link zu Folie 7. Und auch hier mache ich das bei dem gelben Ei, einmal über den schwarzen Rahmen zu Link, Verbindungstyp Folie, Link zu Folie 7. Und damit es natürlich dann auch noch Verlinkungen auf Folie 6 und 7 gibt, muss ich auch da mit diesem Format arbeiten und würde an der Stelle jetzt eben auch hier eine Verlinkung einbauen zur nächsten Quizfrage, die jetzt hier auf Folie 8 entstehen würde. Da es die aber nicht gibt, lasse ich das an der Stelle einmal aus. Aber die Schüler sollen ja die Möglichkeit haben, es nochmal zu versuchen. Also klicke ich jetzt hier drauf, um eine Verlinkung einzustellen. Der schwarze Rahmen, hier habe ich es jetzt direkt im ersten Bereich. Ich sage Link, Link zu Folie 5, um das Ganze tatsächlich auch nochmal auszuprobieren. Ja, und so können wir uns das Gleiche jetzt angucken. Ich gehe hier auf die zweite Quizfrage, betätige oben einmal das Play-Symbol. Welche Farbe haben Amseleier? Bewusst klicke ich das Falsche an. Der Schüler geht hier unten auf Versuche es erneut, geht jetzt auf die richtige Antwort und würde tatsächlich dann über das Anklicken von Weiter zur nächsten Quizfrage weitergeleitet werden. Und selbstverständlich habe ich auch an dieser Stelle die Möglichkeit, dieses Quiz beispielsweise via AirDrop, also hier oben rechts über den Kreis mit drei Punkten, mit meinen Schülerinnen und Schülern zu teilen. Hier sieht man genau diese Option, aber theoretisch hätte ich auch noch andere Möglichkeiten, das Ganze beispielsweise zu exportieren, ob als PowerPoint, als Film und so weiter und so fort. Und damit bin ich nun tatsächlich am Ende mit meinen Ausführungen und hoffe doch sehr, dass Ihre Erwartungen erfüllt wurden und ich Ihnen zeigen konnte, wie analog formulierte Arbeitsaufträge aus diversen Lehrwerken durch eine digitale Herangehensweise kreativ, motivierend, schüleraktivierend, aber auch differenzierend umgesetzt werden können. Und wer grundsätzlich noch nach Einsatzmöglichkeiten und Ideen für den eigenen Unterricht sucht, dem kann ich sehr das Material bzw. die iBooks der Reihe Jeder kann kreativ sein ans Herz legen, welche kostenlos erworben werden können. In diesem Sinne bedanke ich mich herzlich für Ihr Ohr und wünsche Ihnen viel Erfolg, Freude und vor allem auch die nötige Ausdauer bei der Umsetzung bzw. Auseinandersetzung mit digitalen Projekten, welcher Art auch immer. Bleiben Sie gesund und machen Sie es gut.